Die Menschen haben Fragen und wir sind dafür da, diese Fragen zu beantworten. Wie zum Beispiel diese. Ich habe jetzt die letzten Wochen immer viel Radio gehört. Hits aus die 40er, 50er, 60er, 70er, 80er, 90er und 2000er Jahre. Und jetzt hängt es mir langsam einmal zum Hals raus. Ich habe mir jetzt gedacht, ich mache jetzt einmal wieder selber Musik. Ich übe jetzt ein Instrument. Und dann ist mir angefangen, in der Grundschule habe ich Flöten spielen müssen. Da habe ich oft geweint, weil ich irgendwie nicht genug Löcher zuhalten habe können von der scheiß Flöten, dass ein guter Klang rauskommt. Das wäre jetzt in dem Zusammenhang auch einmal meine Frage, wie viele Finger ich denn mindestens haben müsste, dass ich ordnungsgemäß mit schönem Klang Flöte spielen kann. Ich habe ja selber Musik studiert. Und, hast du Musik studiert? Ich habe Musik studiert. In Dresden? Ja, also alle Instrumente. Und natürlich auch Nebenfach Flöte. Und es ist im Prinzip ein antagonistischer Widerspruch innerhalb dieser Frage, denn Flöte, dass die Flöte ist nicht dafür entworfen worden oder entwickelt, um überhaupt den schönen Klang zu generieren. Die Flöte ist der letzte Dreckshobel. Also das ist das Beschissenste, was der Mensch je sich aus dem Arsch gepresst hat. Also ich habe zu Hause eine persönlich patentierte Flöten-Schredderanlage nur für Blockflöten. Und das ist der einzig gute Klang, den eine Flöte hervorbringen kann, wenn dieser Hobel Span um Span abträgt. Du hast dir eine Flöte aus dem Arsch gepresst? Nein, ich meine allgemein, als okay. Metapher der Mensch. Ja, ja. Ja. Kann man mit einer Flöte im Arsch auch Geräusche machen? Es wird immer wie ein Warnsignal klingen, aber ich sage ja. Aber wie viele Finger braucht man, um alle Löcher zuzuhalten? 1, 2, 3, warte mal. Also damit keine Geräusche kommen, erstmal das Loch vorne und dann... ich weiß nicht, wie viele Löcher eine Flöte hat. Wie viele Löcher hat die Flöte? Die Frage war, wie viele Finger braucht man? Je nachdem, wie viele Löcher die Flöte hat. Also zum Beispiel bei der Einlochflöte, die kriegst du mit 2 Fingern bequem zugehalten. Ja. Es gibt ja aber diese Flöten, die haben solche riesen Löcher. Also da ist bloß ein ganz kleiner Ring um das Loch. Also durch muss man so... Und da kannst du einen Elefanten draufsetzen und trotzdem kriegst du das... Also das ist... Die Frage ist einfach unpräzise, ja. Ne? Weil was für... Da können wir hier stundenlang debattieren und wir werden zu keiner Lösung kommen. Ja. Na gut, man muss ja nicht jedes Loch, also man drückt sie ja nacheinander zu, wenn ich es richtig verstanden habe. Je nachdem, das hängt von der Melodie ab, die du spielen willst. Wenn du nur 2 Finger hast, kannst du trotzdem Flöte spielen, es klingt halt abgehackt. Ja, und wenn du alle Finger abgehackt hast, dann klingt es ja noch abgehackter. Ja. Also Experten raten von der Flöte also prinzipiell ab. Ja. Finger weg von der Flöte. Das ist mein Tipp auch an alle Heranwachsenden. Ja. Wir kommen zur nächsten Frage.